Die Tipp-TV-Reporter sind auch heute wieder für Sie in Brandenburg und Berlin unterwegs, auf der Suche nach den spannendsten Themen. Unser brisantestes Thema diese Woche ist der Kampf der AIDS-Kranken. Alles, was Sie fordern, ist es Menschenwürde. Berlin sieht es düster aus. Ihre Schwierigkeiten gehen dann richtig los, wenn Sie aus den Krankenhäusern entlassen werden. Denn für über 2600 Patienten gibt es ganze 3 völlig überforderte Pflegedienste. Wer da keine Verwandten oder Freunde hat, die die Versorgung übernehmen, fällt schnell durchs soziale Netz. Immer mehr AIDS-Kranke werden obdachlos und sterben auf der Straße. Ein Bericht über den akuten Versorgungsnotstand und über eine große Vision. Ovomaltine macht sich fertig, noch 30 Minuten bis zum Auftritt, dann muss die Maske sitzen. Auf der Bühne zu stehen, das ist für ihn und seinen Partner Böf Stroganow das Größte. Das schrille Tuntenpärchen ist bekannt im Berliner Nachtleben. Schon längst spielen sie nicht mehr nur für die schwulen Szene. Ovo und Böf wollen ein größeres Publikum erreichen. Und tatsächlich, im Roten Salon der Volksbühne trifft man an diesem Abend vorwiegend kulturbeflissene Heteros. Die Show ist skurril und zeitweise dilettantisch, trotzdem stockt einem immer wieder der Atem. Ihre Witze gehen unter die Haut. Was trägt der ambitionierte HIV-Positive diesen Sommer? Beginnen wir mit dem Tagesmantel. Das ist 100% Baumwolle, das ist Frottee. 400 Mal sterilisiert und funktioniert immer noch. Braucht er natürlich auch das ein oder andere Accessoire. Sie können sich dann vielleicht eine Kanüle als Ohrstecker oder vielleicht eine kleine Mullbinde ins Haar. Es gibt so Braunhöhlenverstecker und vielleicht einen Mundschutz, wenn Sie keinen Lippenstift dabei haben. So können Sie dem Krankenpfleger jeden Tag irgendwie wunderbar begegnen, ohne Kopf. Das ist Galgenhumor pur, Karlauer gegen die Verzweiflung. Ovomaltine und Böf Stroganow sind HIV-infiziert. Mit ihren Auftritten wollen sie auf die desolate Versorgungssituation der AIDS-Kranken aufmerksam machen. Das Besondere eben bei AIDS ist, dass es junge Menschen betrifft. Das heißt, die haben sich eben kein Konto zusammengespart und die haben auch noch keinen großen Freundeskreis, der über die Jahre gewachsen ist. Und der Rentenanspruch. Oftmals sind das 20-Jährige, 25-Jährige, die sich noch nicht abgesichert haben. Und dann fallen die durchs soziale Netz. Das ist so. Bernd Vielhaber kämpft seit 6 Jahren um einen Zufluchtsort für Schwerstkranke, die sich weder Wohnung noch Pfleger leisten können. In einer ehemaligen Privatklinik, die seit 7 Jahren leer steht, soll das Hospiz entstehen. Vorbild ist das Londoner Selbsthilfeprojekt Lighthouse. Also allein die Tatsache, dass eine ganze Menge AIDS-Kranke in Obdachlosenasylen und in Läusepensionen vor sich hingammeln, ist, glaube ich, ein Bedarf genug. Also der Versuch, Sterben mit Leben wieder in Verbindung zu bringen, heißt auf der einen Seite in dem Haus halt Sterben zu ermöglichen, menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen, andererseits aber auch eben Leben zu ermöglichen, Kommunikation, Theater, Kleinkunst, Disco. Bisher waren alle Bemühungen um das Wunschobjekt in Kreuzberg vergebens. Der Besitzer des Hauses sperrt sich und auch die Finanzierung ist noch ungeklärt. Seit 2 Jahren streiten Senat und Krankenkassen, wer das Berliner Lighthouse bezahlt. Dabei sind alle von der Notwendigkeit überzeugt. Das ist etwas, was wir auch politisch nicht wollen und nicht wollen können, dass AIDS-kranke Patienten dann entlassen werden und in ein Obdachlosenheim kommen. Auch dort kosten sie übrigens dem Staat uns Geld, aber unabhängig davon ist eine menschenwürdigere Unterbringung wünschenswert und auch möglich. Während sich der Senator optimistisch gibt, verschlechtert sich die Lage rapide. Die Krankheit katapultiert immer mehr Menschen aus ihrem normalen Leben in die Obdachlosigkeit. AIDS-Kranke auf der Straße, ein Thema, das sogar in der schwulen Szene verdrängt wird. Leute, die einfach über die Krankheit AIDS aus ihrem Beruf rausgeflogen sind oder arbeitsunfähig geworden sind, aber viel zu jung waren, dass sie Rentenansprüche sich erworben haben und dann in die Sozialhilfe abrutschen, zum Teil in Wohnungen leben, die sie dann nicht mehr bezahlen können oder durch die deutlich gestiegenen Kosten, die ihnen die Krankheit verursacht, also Lebenshaltungskosten, dass sie über die Sozialhilfe nicht mehr decken können und dann obdachlos werden. Die renommierteste AIDS-Station hat das Auguste-Victoria-Krankenhaus. Wer hier eingeliefert wird, kann von Glück reden, denn es gibt nur 20 Betten. Es ist nicht immer ein Bett frei und
Mein Arzt war früher hier in der Klinik tätig, unter Dr. Aristee, und hat alles daran gesetzt, dass ich sofort eingewiesen wurde und nicht eine Woche später. Oberarzt Aristee kommt immer öfter in die Situation, pflegebedürftige Patienten in die Obdachlosigkeit zu entlassen. Aber die Plätze werden gebraucht. Das sind auch Patienten, die in nicht gesicherten sozialen Umfeld wohnen, die zum Beispiel mit irgendjemandem zusammenwohnen, wo Beziehungen sehr brüchig sind, die plötzlich diese Erkrankung nicht aushält, diese Beziehung. Und dann stehen diese Patienten von jetzt auf gleich auf der Straße und sind schwer krank. Und das ist natürlich eine sehr ungünstige Situation. Der Patient Paul Günther wird womöglich bald in diese ungünstige Situation kommen. In seiner Wohnung mit Ofenheizung kann er als Pflegefall nicht mehr weiter leben. Vorläufig, denke ich, werde ich nicht in meine Wohnung zurückkehren können. Wohin wirst du denn dann zurückkehren? Das ist eben die große Frage, weil ich bin finanziell auf Krankengeld angewiesen. Und es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, das ein bisschen aufzubessern, aber es ist so schwierig, in Berlin angemessenen Wohnraum zu finden. Das ist nicht das Problem von Krankenhäusern an sich, sondern ich denke, das ist ein Problem von Gesundheitsversorgung. Damit sich die bessert, sammeln Owe und Böff nach jedem Auftritt für ihren großen Traum, das Berliner Lighthouse. Berlin und Brandenburg brauchen mehr als nur ein AIDS-Hospiz. Hoffentlich hält Senator Luther sein Versprechen. Es gestaltet sich schwieriger, als die meisten am Anfang gedacht haben. Aber ich bleibe dabei, wir schaffen das. Wir werden an diesem Thema dranbleiben und deshalb interessiert uns auch Ihre Meinung. Wird in Berlin und Brandenburg genug für AIDS-Kranke getan? Wo könnte mehr passieren? Und was sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dieser Krankheit? Schreiben Sie uns. Tipp.tv, Redaktion Dicker Hund, Potsdamer Straße 89 in 10785 Berlin. Bei uns geht es weiter.